and Powder mit Katrin K. Lehmann und Beate Igel. Hallo! Hallo! Hallo K., heute mit Bild, deswegen schaue ich so haarscharf an der Kamera vorbei, weil ich will ja schließlich dich sehen. Du siehst fantastisch aus und du hast fertig mit ZDF. Erstmal, ja, behaupte ich mal. Einfach mal so. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut. Ich bin sehr, sehr müde. Das war wirklich eine emotionale Reise irgendwie. Es ist auch ein Turnier für mich. Das ist ja nicht nur für die Spielerinnen, sondern auch so die ganze emotionale Fahrt. Das war schon Wahnsinn. Und natürlich mit dem Abschluss des Halbfinals und diesem packenden Spiel sehr, sehr ein schöner Abschluss und irgendwie vermisse ich das Ganze jetzt schon. Also das ist schon, irgendwie schon. Man hat sich so daran gewöhnt. Ja, oh, natürlich. Jetzt schon ist früh. Also gestern war ja wirklich ein Krimi und jetzt bin ich ja überhaupt kein Experte, aber selbst ich saß so auf meinem Sofa zu Hause so und dann wegen des Hundes versucht leiser zu schreien, aber selbst ich habe schon mitgeschrien. Also es war schon ein irres Spiel gestern, oder? Ja, es war packend, es war unglaublich spannend und auch die Tore, ich meine, wie Alexandra Popp die Dinger, da die zwei Dinger einfach reinhaut, vor allem das zweite und dann diese letzten 10 Minuten ja auch, wo man einfach nur noch mitgefiebert hat, gefühlt auch mit zurückgerannt ist und auch wir haben so einen kleinen Kinosaal in Anführungszeichen, wo wir das Ganze immer schauen und nebenher schon die Mitschnitte laufen, was wäre wenn, was würde man zeigen, über was reden wir und dann dieses permanente, ja, sollen wir jetzt schon ins Studio gehen, um bereit zu sein, wenn sie es schaffen nach 90, oder müssen wir noch Verlängerung? Und also es ist dann immer irgendwie, ja, nicht eine Hektik, aber es ist so eine Ungewissheit. Klar, du bist verkabelt und alles und das Kino ist nur einmal über den Gang rüber, dann sind wir im Studio drin. Mhm. Und wir haben alle einfach mitgefiebert, wir haben mitgeschrien, lauf, los, also wirklich, das war wirklich, wirklich spannend und man fiebert ja dann auch völlig mit und ich bin ja dann auch maximal Fan, ja, in solchen Momenten ist man nicht Expertin, ja, sondern fiebert einfach mit und ich kenne ja viele auch und auch Martina Voss-Tecklenburg halt auch sehr gut und das war wirklich, wirklich Nerven und Atemberaubend. Also man war fertig auch einfach nur beim Zuschauen. Ja, ja. Also die Poppy, nenne ich sie Poppy. Ja, das sind ja so. Ja, ja. Kenne sie natürlich nicht, aber ich musste an dich denken, weil, wenn mich nicht alles täuscht, hast du bei deiner ersten Sendung gesagt, du bist besonders gespannt auf Alex Pop oder Pop, du hast sogar, von dir habe ich Poppy, glaube ich sogar. Du bist sehr, weil du freust dich so für sie nach ihrer ganzen Verletzung. Und, da waren, glaube ich, 2, 3 blöde Kniegeschichten. Ne? Man war gar nicht sicher, genau. Oder sie war wahrscheinlich auch gar nicht sicher, soll ich aufhören oder war es das jetzt? Und dann so ein Comeback, das hast du so ein bisschen hervorgesagt oder wie nennt man das? Vorausgesagt, so. Ja, erahnt vielleicht, nein, also das ist einfach, ich kenne ja Poppy auch und das ist so eine Kämpferin und die ist so ehrgeizig und die ist so mitreißend und diese EM, also sie hat ja noch nie eine EM vorher gespielt, das war immer irgendein Fluch über dem und dann hatte sie ja kurz vorher noch Corona, wo sie gedacht hat, das kann doch nicht sein, jetzt bin ich einigermaßen fit mit meinem Körper und jetzt habe ich noch Corona und jetzt werde ich vielleicht wegen dem noch aus dem Turnier gekegelt. Also es sind so viele Momente, die da zusammengekommen sind, aber wenn man dann einfach endlich diese Bühne erreicht hat und so eine Spielerin ist wie sie, dann geht man auf und ich mag sie einfach nur gönnen, weil ich einfach weiß, was das für sie bedeutet, was das für ein Typ ist und deswegen, ich habe mich einfach nur für sie gefreut und dass sie natürlich jetzt so abliefert, also das ist, das hat jetzt nichts mit in Anführungszeichen Expertentum zu tun, sondern vielleicht eher einfach auch das Wissen, was für Kräfte freigesetzt werden, wenn ein Mensch ein Ziel endlich angreifen kann. Es geht ja nicht mal darum, dass sie es erreicht, sondern sie kann es angreifen. Und ja, das ist ja manchmal fast mal, der. Weil vorher war es im Vorhinein dann schon erledigt quasi. Ja,
Genau, Aha, ja. wann war das 2017 dann? Die letzte EM war 2017, ja, genau. 2017, genau. Ja, genau, Ja, ja. das ist eine verdammt lange Zeit, wenn Ja. man es mal überlegt. Unfassbar. Ja. Naja. Ja. Aber dann, die Euphorie war riesig, oder? Und, oder gab es irgendwas, weil ich finde, es gab nichts. Klar, dieses eine blöde Gegentor da, obwohl das hat es, finde ich, auch weiter spannend gemacht, sonst wäre es ja fast schon langweilig Ja. geworden, oder? Da kurz, ganz, ganz kurz vor der Halbzeit, das war natürlich kurz so ein, jetzt wird es doch nicht jetzt noch irgendwie sich drehen, oder? Aber da hat, ich finde, es hat alles gestimmt und sie haben einfach besser gespielt. Sie haben besser gespielt, sie haben vor allem sich richtig reingehauen füreinander. Und das war, glaube ich, so das, was so entscheidend war. Man hat ja teilweise gesehen, dass sie zu viert auf diese pfeilschnellen Französinnen drauf sind in der Verteidigung, einfach um die möglichst irgendwie in Schach zu halten. Und Ja. dieses gemeinsame Kämpfen war natürlich schon sehr stark. Und letztlich muss man sagen, dass Alexandra Popp einfach den Unterschied ausgemacht hat. Ja. Was ich auch irre fand, oder vielleicht korrigier mich, vielleicht bilde ich es mir ein, ich fand die Stimmung besser als bei wahrscheinlich 90% der Spiele der Männer, der Herren. Auch dieses Runterzählen am Anfang, ich fand, es war irgendwie kultig. Oder war das Also, jetzt nur mein persönlicher Eindruck? die Stimmung war einfach richtig friedlich, euphorisch. Ich glaube, Ja, das ist so genau. das, was man sagen Positiv, kann. Ja, genau. Man hat für die jeweilige Mannschaft gefiebert und nicht gegen die andere Mannschaft. Und dadurch ist es natürlich eine sehr friedliche, euphorische Stimmung. Und ich finde schon auch, dass die UEFA das gut inszeniert hat mit diesem Das fand ich Countdown-Runterzählen. cool, ja. Ja. Dass auch diese Eventisierung da in diesem Großturnier auch bei den Frauen angekommen ist. Das fand ich auch wirklich gut. Das haben sie gut inszeniert, muss ich sagen. Was sagst du zu Sonntag? Mein Wembley-Stadion, oh mein Gott. Wahrscheinlich da. Also ich kann mir vorstellen, da läuft man schon ein mit einer Ehrfurcht und dann ist man noch gar nicht bei, oh, die Gegenmannschaft ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Und dann ist es auch noch die, wie nennt man das, die Gast, dann sind es noch die Gastgeber. Dann hat man da so ein bisschen Schiss. Also das, ja, also dieses, aber dieses Einmarschieren in diese die Kathedrale des Fußballs, wie du ja auch schon treffen mal in einem Ja, oder? Podcast ja gewusst hast als Fachfußballexpertin, ja. Absolut. Ja, das ist Wahnsinn. Ist das natürlich schon Wahnsinn, wenn du da reinläufst. Und natürlich, wenn dann God Save the Queen kommt, die englische Nationalhymne und alle brüllen das raus. Aber das nimmst du auch wahr. Und das sind auch die Momente, für die man die 7000 Millionen Leistungstests absolviert und sich jedes Mal dann auch fragt, warum mache ich das hier eigentlich? Und das Schöne ist ja, dass es die Ausgangslage ganz klar ist für die Deutschen, alle sind gegen sie. Und eigentlich gibt es nichts Schöneres, als wenn du weißt, ich bin der Underdog, weil die Deutschen werden alles dafür tun, den Engländerinnen die Favoritenrolle in die Schuhe zu schieben. Die müssen Heimspiel, volles Wembley, die können ja nur Ja, verlieren. stimmt. Und wenn du dann so als Underdog bist und du weißt, wir sind richtig, richtig gut und wir müssen gar nichts, die müssen, das ist dann schon, ja, man lacht sich so ein bisschen ins Fäustchen und sagen, wir stellen denen schon das ein oder andere Bein. Ich glaube, wenn sie mit dieser Einstellung reingehen, dann ist schon was möglich. Und also ich habe es ja vor der EM gesagt, ich sage, Deutschland wird Europameister. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass Deutschland-England im Viertelfinale bereits Ja, stattfindet. Ich habe ich nicht erinnere mich. damit gerechnet, dass die Deutschen so gut sind und dass sie Gruppenerste werden, aber ja, also jetzt Achtung, fertig, los. Also ich glaube schon, dass die Deutschen das hinbekommen, in der Hoffnung natürlich, dass Marina Hegering fit ist. Die wurde ja ausgewechselt, hatte Probleme. Die braucht man da hinten drin schon, weil das ist schon also eine ziemliche Wucht da von den Engländerinnen, was die da an den Tag legen. Also ich bin gespannt, aber stimmt, es klingt jetzt, wo du es so sagst, es klingt eigentlich logisch. Also jetzt nicht dieses, finde ich ja doof, diesen Spruch, dieses dabei sein ist alles. Aber es ist schon so dieses,
Hey, ich bin da, wie geil ist das denn? Ich stehe in diesem Wembley-Stadion und ich stehe im Finale und mehr geht ja kaum noch, aber ich glaube trotzdem, die wollen jetzt schon den Titel haben. Ich bin total davon überzeugt, auch verdient meines Erachtens. Ja, und also weißt du, ich sage immer so, ein Finale ist zu vergleichen wie ein Date, ja? Du möchtest um alles in der Welt mit diesen Menschen ein Date an der Bar. Also musst du dich ziemlich anstrengen, dass du diesen Menschen an die Bar hinbekommst und dass du diesen Weg dahin gehst und damit niemand anders nebendran sitzt. So, und dann bist du im Finale, dann bist du an dieser Bar. Mhm. Ja, dann musst du nochmal so richtig performen, damit du die Trophäe nach Hause nehmen kannst. Also das ist ja jetzt mal eine Analogie vom Allerfeinsten. Ja. Alles, was du vorher gemacht hast, ist egal. Du hattest dieses Ziel, dort zu sein. Und jetzt musst du nochmal wie ein neues Spiel loslegen. Es ist alles vergessen, es ist alles egal. Jetzt musst du. Dann schauen wir mal, wie sie werden am Sonntag. Ich bin sehr, sehr gespannt. Obwohl ich es ja gar nicht sehen werde. Sag mal, ich habe heute so einen langen Tag und einen blöden Kopf heute beieinander. Ich glaube, es kommt ein Gewitter hier in München. Kannst du gar nicht mehr ja, denken. Ich habe auch gerade Fußball gespielt und es war sehr hitzig und ich habe gedacht, es muss heute Abend ein Gewitter kommen. Aber, ja, ne? Hast du heute schon wieder Fußball gespielt? Ja. Wir spielen am Sonntag, und das nervt uns eben auch, wir spielen die Süddeutsche Meisterschaft mit der Ü35 von Bayern München. Wir sind ja vor 4 Wochen bayerischer Meister geworden. Das heißt, wir müssen jetzt die Ü35 Süddeutsche Meisterschaft spielen. Und wenn wir die gewinnen, können wir im September an die Deutsche Meisterschaft gehen. Und das ist auch am Sonntag? Das ist jetzt diesen Sonntag, ja, das ist ein bisschen ein Scheiß. Das heißt, wir müssen dann im Bus zurück das Spiel uns anschauen. Ja, ist total kacke. Wer legt denn sowas? Also ja, also von dem her ist es, ich kann es auch nicht schauen. Wieso kannst du es denn du nicht schauen? Ich habe selber Sendung. Hast du wieder diese Horror-Marathon-Sendungen? Tagesangebot, das sind dann diese 24 Stunden durch sozusagen. Und wenn du 24 Stunden durchsendest, das heißt, du bist alle wie viele Stunden on air? Wenn ich das jetzt wüsste. Nee, es geht um Mitternacht live los, Samstag auf Sonntag, 0 Uhr und dann 0 Uhr bis 1 ist live. Dann habe ich kurz Pause, weil dann wird die Wiederholung gesendet. Und dann bin ich um 8 Uhr wieder live. Und dann von, jetzt weiß ich es nicht ganz auswendig, von 8 bis 9, von 10 bis 12, von 12 bis 14, müsste jetzt nochmal nachschauen, weil so um eine Stunde verschiebt sich es manchmal immer wieder, dann von 16 bis 18, dann 18, dann kommt oft 20 bis 21 und dann nochmal 22 bis 0 oder sowas. Und aber jedes Mal ein anderes Produkt oder immer wieder das Gleiche? Kommt drauf an. Also natürlich immer dann das Tagesangebot, das Star-Produkt des Tages, was halt dann den besten Preis hat, was neu ist, was den besten Preisvorteil, also das ist so der Star, das Beste, das Highlight des Tages. Das ist das Tagesangebot und da drumherum natürlich das ganze Line-up, was zu der Linie halt sonst noch gehört und dann noch so ein paar Dinge. Also es ist schon ähnlich und das eine Produkt logischerweise in jeder Stunde, ganz klar, aber so kleine Varianten gibt es schon. Da kann man dann keine Wiederholung zwischendrin senden. Aber wie machst du das? Ich meine, du musst ja dann immer wieder das Gleiche erzählen. Natürlich erzählst du es in einer anderen Form, aber wirst du da nicht kirre irgendwann im Kopf, wo du denkst, habe ich das jetzt eigentlich schon erzählt oder war das vor einer Stunde, wo ich das erzählt habe? Oder schreibst du dir das auf? Na klar, ich schreibe mir gar nichts auf. Mal wenn ich vor einer Stunde schon das Gleiche gesagt habe, das schadet gar nicht. Das schadet manchmal auch innerhalb von 10 Minuten nicht, weil du musst ja an die Sepper denken. Es bleiben ja nicht alle
Also ich glaube kaum, dass jemand von 0 Uhr bis 0 Uhr Tuschur durchschaut. Und du hast natürlich in jeder Stunde wieder neue Zuschauer. Deswegen macht das gar nichts. Man muss wiederholen, ist da sehr wichtig, weil würde ich jetzt in der 14-Uhr-Stunde was ganz anderes erzählen, das wäre dann auch wieder verwirrend und so weiter. Aber es ist schon so, dann abends so ab 20 Uhr, je nach Fittigkeitsgrad, je nach Müdigkeitsgrad, je nach überhaupt, gut, gell? Sittigkeitsgrad. Ja. überhaupt, je nach Tagesform ist es dann schon so ab 20 Uhr, dass ich mir denke, oh Gott, ich kann mich jetzt selber gerade nicht mehr hören. Kann mich überhaupt noch jemand ertragen? Und dann kommt aber, das ist nur eine kurze Phase, und dann kommt so eine Phase, da fühlt man sich wie so leicht beschwipst, weil man ist super müde, Ja. Ja. man powert den ganzen Tag durch. In meinem Fall hatte ich wahrscheinlich ein, zwei Red Bull zu viel, und dann kommt so ein Moment, wo du dann so ein bisschen, fast schon ein bisschen gaga wirst. Das sind aber manchmal dann auch die schönsten Sendungen, weil Ja. was soll ich sagen, dann nicht traut man sich mehr, aber dann macht man auch mal was anderes. Er sagt, ja komm, das habe ich jetzt die 5 Stunden vorher schon gesagt, jetzt machen wir mal was ganz anderes, und das mag ich dann auch, immer wieder was Neues mit reinzubringen. Ja, genau. Weißt du, oh, was mir noch aufgefallen ist, das hatte ich mir sogar aufgeschrieben für heute, das war aber, glaube ich, das Einzige. Warum habt ihr eigentlich, jetzt kommt eine Frage an alle an alle Tonler dieser Welt. Warum habt ihr diese Headsets auf? Also, das ist jetzt nicht dein Ernst. Hat das bei euch jemand begründet? Nein, keine Ahnung, das weiß ich doch nicht, ganz ehrlich, es ist. Es hätte ja sein können, dass man es dir erklärt hat oder so, weil, wie gefallen dir die? Ich mag die nämlich gar nicht. Ich habe ja, und diese Klammer, die du dann immer hinten hier im Ohr drin Genau, und dann hast, kriegst du Kopfweh und dann oh, zwickt's. und das drückt rein und keine Ahnung was, oh, das ist so, keine Ahnung, also dass wir nicht so ein Mikrofon haben, dass wir irgendwie praktisch an die Bluse oder sonst irgendwo hinstecken. Genau, so, schau. So eins, wie du Ja. jetzt praktisch hast, ja, genau. Ja. Du, also ich habe mich gedacht, weißt du, hierarchisch gesehen bin ich vielleicht nicht in dieser Stelle, dass ich sage, Leute, ich check gern ein anderes Nee, Mikrofon. die sind meines Erachtens nur einigermaßen praktisch, wenn man sich mehrmals umziehen muss, wenn man Jacke an, aus, oder man hat so ein komisches Outfit an, wo dann etwas dauernd scheuert und Ja. reibt, und das ist, oder wenn man sehr aktiv ist. Es gibt ja auch Sendungen, da macht man selber Sport, und da leuchtet es mir noch ein. Aber bei allem anderen, ich verstehe das nicht, und das würde ich gerne mal wissen, weil das ist eine Mode quer durch alle Sender durch. Ich glaube, Tontechniker lieben diese Headsets, warum auch immer. Ich hasse die, weil ich finde, man hat immer so einen leichten Lispel. Wirklich. Ist dir das nicht bei dir auch aufgefallen? Lustig. Das habe ich, musste mich auch am Anfang daran gewöhnen. Ja. Und was auch ganz schlimm ist, wenn du während und die Tontechnik mögen die überhaupt nicht, dass wenn du nochmal Haarspray in der Sendung oder sowas bekommst, dann Ja klar, flippen dann. die Tontechniker mit dem Dings aus, weil man ja in das Mikrofon reinsprayt. Und einmal gestern. Am Halbfinaltag habe ich dann auch das Headset angehabt und dann irgendwann in der Probe, dann plötzlich ist es so, stopp, 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 und dann rennt der Thomas, der Tontechniker, von hinten nach vorne und sagt, ja, nein, 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 du atmest. Und dann habe ich gesagt, ja. Komisch. Ich habe mir echt versucht, heute mal zusammenzureißen, aber es geht halt nicht anders. Und auf jeden Fall hat das nicht gestimmt irgendwie, oder ich habe ein anderes Mikrofon und ich meine Nase, also ich habe in das Mikro reingeatmet Ja. und mussten sie es eben ganz neu ansetzen. Ja. Und Jetzt das war siehst dann du, alles so und hektisch. deswegen, und das ist ja jetzt auch gar kein Bashing,
an gar niemandem, weder an dem Gerät noch an den Tontechnikern noch an wem auch immer. Ich frage mich nur und es konnte mir noch keiner vernünftig erklären. Manche sagen dann, ja gut, das ist einfacher und das ist der schönere Ton, weil auch wenn man den Kopf bewegt, dann geht es natürlich immer mit und wenn es da klebt, ja okay, das kann, aber, okay. Aber ich, finde es, ich finde es stimmt nicht. Im Gegenteil, ich finde der Ton ist schlechter, weil jeder so einen ganz leichten und das ist gar nicht so gut zu definieren, aber man hat immer so ein bisschen, immer so ein bisschen Lüstel. Gott, ich spucke schon. Aber weißt du, also wir könnten mal eine ganze Sendung so zusammen sprechen. Aber ich kann dir sagen, Susi, sag am Sepp, er soll seine sauberen Socken selber suchen. Susi, sag am Sepp, er soll seine sauberen Socken selber suchen. Ja. Musste ich üben früher. Echt? Ja. Hast du gelispelt früher? Naja, ich würde es nicht als Lispeln bezeichnen. Du bist aber angestoßen. Als, ja, genau, als harter Anschlag. Harter Anschlag. Susi. Susi, sag am Sepp, er soll seine sauberen Socken selber suchen. Ja. Oh Gott. Ja. Nee, das war das Einzige, das habe ich mir gestern aufgeschrieben, weil das wollte ich schon lange fragen. Musst du mich, ja. Nein, ich freue mich immer über solche Fachfragen, die ich aus dem Ärmel geschüttelt dir einfach beantworten kann. Ich hätte dich doch früher fragen müssen, weil dann hättest du gleich das weitergeben können. Ja, genau. So, Entschuldigung, ich habe hier mal eine Frage. Hier. Du, genau. Dann macht es auch nichts, wenn ich atme, hättest du dann sagen müssen. Ja. Ja, oh Gott, aber es ist lustig. Oh, das war schön. Ja, also irgendwie, also wirklich, ich habe es ja am Ende des letzten Podcasts so gesagt, es ist, also ich bin sehr, sehr tief beeindruckt vor deiner Leistung, was du da immer ablieferst, wenn du da permanent vorne dran bist. Weil weißt du, das, was ich dich vorher auch gefragt habe, mit, wie oft weißt du noch, wann dass du was gesagt hast? Das ist ja wie wenn du auf einer Messe bist oder permanent jedem Kunden irgendwie das Gleiche erzählst, wo du am Schluss nicht mehr weißt, habe ich jetzt diesen Joke schon gebracht oder nicht. Und wir hatten einmal, ich glaube, das war so beim vierten Spiel, haben wir eine ziemlich krasse Generalprobe gemacht. Also echt ernst. Also irgendwie, das Sven kam so ins Rennen, ins Reden. Yeah. Und ansonsten hat er einfach so, dann frage ich dich so ein bisschen das und so. Und dann mussten wir uns einsprechen, auch wie wir zwei Expertinnen halt untereinander harmonieren, wie wir das machen, wer vielleicht wer was sagt. Oder, und dann war das so ernst. Und dann bin ich so da gesessen und irgendwann habe ich nicht mehr realisiert, ist es jetzt Probe, ist es schon live, ja, also es war dann so, ich bin dann so da gesessen und dann ich so, hä? Und dann irgendwann schreit der Aufnahmeleiter, also seine Stimme werde ich für immer und ewig in meinem Ohr haben, aber dann sagt, gut, also noch 2 Minuten bis live und dann ich so, hä? Was? Moment, ja, weißt du so... Und hattest du dann dein Pulver schon verschossen quasi, bevor es live ging, oder? Ja, so ungefähr, also einfach, wo ich mir dachte, hä? Und dann ich so, okay, ja, ich hab das zwar gesagt, ich war voll dabei, weil am Anfang bist du ja ein bisschen am Rumblödeln und dann kommt ein Film und dann auch dann der Gezweinten und weiß ich was alles. Und dann wusste ich teilweise gar nicht mehr und dann sind wir, also wir hatten ja dann kaum Pause, sind dann direkt in die Sendung rein. Und nachher, als wir draußen waren, habe ich zu Sven gesagt, hey, sag mal Sven, hey, das war jetzt gerade irgendwie eine Stunde voll durch, ja. Und er sagt, ja, gell, ich habe das irgendwie, es war jetzt irgendwie ziemlich ernst, wie ich die Probe gemacht habe. Und manchmal ist es ja meistens, also in der Probe, oder dass ihr die Fragen zwar ihr stellt, aber mir dann in der Sendung oder umgekehrt, einfach so, damit man noch ein bisschen Leichtigkeit reinbekommt. Und ich war dann echt, ich habe dann wirklich gemacht, wow, ich bin voll auf Zeit, ich war klatschnass geschwitzt. Einfach nur, weil ich nicht wusste, okay, und ich kann nicht durchatmen und so, dann habe ich mir gedacht, wow, also coole Erfahrung, das hat ja alles geklappt oder so, aber wo ich gemerkt habe, so, okay, es wird ernst. Weißt du, er war ernst, es war alles ernst, es war mucksmäuschenstill, keine Zwischenrufe oder sonst irgendwas. Und die Regie auf dem Ohr hat wirklich Anweisungen gegeben. Also so wie wenn du, Achtung, jetzt kommt links schauen oder irgendwas, ja, wo ich mir gedacht habe,
okay, also ich konnte das gar nicht mehr differenzieren. Und das war schon, ja, war eine gute Erfahrung irgendwie. War es dann live auch gut? Oder waren andere doch, Sendungen, war auch. Also in deinem Empfinden jetzt meine ich, oder waren dann andere Sendungen ohne so eine lange Probe fast besser? Ja, da war ich, bin ich viel lockerer und unvoreingenommener auch, weil ich ja, ja gerne spontan auf die Fragen antworte. Also ich weiß genau, ungefähr, das welches meine ich. Themenbereich das ich bekomme und dann eben auch nicht mehr weiß, habe ich das jetzt schon gesagt oder ja. Dann manchmal, also so spontan geht bei mir gute Aussagen oder pointierte Aussagen viel besser, als wenn ich mich vorbereiten muss. Und dann habe ich ja schon mal was gesagt und dann ist auch, war das jetzt nicht gut, war das gut oder irgendwie, und dann war ich völlig woanders und ich war dann also froh, dass er immer auch meistens die schwierigen Fragen, oder hat er uns ja immer mit Namen angesprochen und manchmal war es ja offen, oder wo du einfach den Moment nimmst oder wo du merkst, oh, es ist vielleicht nicht das Thema von ihr oder vom Andi Luther, von ihm, dann kannst du ja reingehen. Und aber ich war dann schon froh, dass er immer wieder meinen Namen gesagt hat, wo ich dann einfach wieder so, hey, hallo, wach, jetzt muss ich da sein. Also ich habe, es klingt jetzt so blöd, aber ich habe gekämpft. Weißt du, ich habe gekämpft dann. Es war so eine Sendung, wo ich, boah, ich muss kämpfen. Das ist anstrengend. Ja, ja. Ja, weil du dich vorher schon so konzentriert hast. Ich meine, mir muss es nicht sagen, ich hasse es zu proben. Ich kann das auch schlecht. Also gerade in so einer, also gerade wenn du Live-Fernsehen machst, der Proben, ich verstehe das mal, wenn es um Positionen geht oder ja. So in meinem Fall so Sendungen, auch wo ein Laufsteg beteiligt ist oder ein großes Set oder auch mit Kamerakran, da ist es ja dann mehr auch für die Technik und das finde ich ja dann super, dann kann sich jeder einrichten, aber ich bin da immer und habe irgendeinen Quatsch gesagt, weil ich konnte nicht, ich kann dann nicht wie eine normale Sendung machen, das funktioniert irgendwie nicht, weil ich glaube dann, da habe ich auch zu wenig Fantasie, die ich auch nicht haben will. Und ich will, wie du sagst, auch das ganze Pulver irgendwie nicht verschleudern. Man kann ja üben und so weiter, aber so eine richtige Generalprobe bei so einer Live-Sendung, schwer ist es nicht. Auf der, ich war immer froh beim Opening. Also ich habe mich ja riesig gefreut, dass ich ab der dritten Sendung durfte ich ja neben Sven stehen, bei der Eröffnung immer. Ja. Wir haben das ja. Und das Lustige war, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich gleich im Bild bin. Sondern ich habe gedacht, ja, die kommen da über den Kran rein, werden ihn haben. Und in dem Moment, wo er zu mir sagt, ja, und unsere Expertin ist auch da, Katrin Lehmann, willkommen und so, dass ich dann praktisch, und klar haben wir unten die Monitore gehabt, aber ja, also weißt du, ich bin einfach nur da gestanden. Und er ist in dem Moment, und ich habe mich halt noch konzentriert, und in dem Moment, wo er mich angesprochen hat, weißt du, so, das Lächeln auf und ihn angeschaut und da und so. Und nachher habe ich nur auf dem Ohr, du bist die ganze Zeit im Bild. Oh weißt nein! Du? Ja, also da war ich sehr froh, dass ich geprobt habe. Und das Opening war ich immer froh, das haben wir teilweise zweimal gemacht, einfach um reinzukommen, damit er weiß, auch wie ist er drauf, wie ja, bin klar. ich drauf. Ja, sowas. Ja. Das ist cool. Ja, aber ja. Wo er gesagt hat, wo ich dann hatte, du bist die ganze Zeit drauf. Ich so, oh. Ja. Naja, zum Glück hast du nicht irgendwie, weißt du, keine, ich erzähle jetzt nur einen Quatsch, aber er sagt irgendwas, was du nicht so toll fandst und du so, oh. Oder so, oh. Oder noch mal kurz, keine Ahnung, geschaut, ob die Mascara nicht verrutscht oder so. Sitzt alle. Das hätte ich schon lustig gefunden. Ach, schade. Ja, genau. Mit den Fingern die Schneidezähne noch polieren. Ja, genau. Das ist ja sehr, nein, es ist so gut alles. Also ich wirklich, ich bin einfach nur dankbar. Also war dann gestern noch irgendeine Abschlussparty oder was war jetzt so der Abschluss von, wie lang war es jetzt, Kar? 2 Wochen? Mehr? Länger? Mehr, 20 Tage kann man eigentlich. Also bis am 8. Juli ist erstmal auf Sendung und heute ist der 28. 20 Tage. Wir haben, und das fand ich sehr, sehr schön, nach jeder Sendung
beim ersten Mal, ja, schnell, Abschlussbesprechung ist raus. Und dann habe ich gesagt, ja gut, da muss ich ja nicht hin, oder? Ich meine, also weißt du, ich habe dann so, wo bist du? Und da sind wir raus und wir alle draußen. Und dann hat immer die Regisseurin oder der Regisseur oder der Programmchef hat dann einfach kurz was gesagt zur Sendung und sich bei allen bedankt. Und dann bist du alles draußen und dann trinkst halt Bier oder Wasser, einfach so. Ich finde, das war ein mega schönes Ritual. Und gestern natürlich dann auch. Und dann gab es ein paar mehr Reden und einfach, dass man das alles gemeinsam gemacht hat, weil es war für alle ja ein Abschluss. Ja, Und eben, ja. Es ist schon, also ja, also ich meine, wir waren mega, also mal eins muss man sagen, dadurch, dass die Deutschen so gut gespielt haben, ist das Ganze natürlich auch beschwingter, ja, weil alle wissen, boah, ich meine, am Mittwoch haben 12 Millionen zugeschaut, ja, also das ist auch wir oder 2015, wir sind etwa mit 3,5 gestartet und ab 2045 hast du 8, 9 Millionen, oder? Und das ist dann schon Zahlen, wo du weißt, hey, das wird gewertschätzt und das wird geschaut und es wird halt geschaut, weil die Deutschen so auch erfolgreich gespielt haben und ja. Das war schon aufregend, glaube ich, für alle, also und für mich sowieso, ja, das ist super. War schon eine Nummer und das Spannende war ja, ich Mittwoch, also am Dienstag, genau, also Mittwoch war ja das Halbfinale, am Dienstag habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Interviews gegeben, also Schweiz, Deutschland, Radio, Print und weiß ich was alles. Und dann ist das ja am Mittwoch alles erschienen und dann war eine Headline von einer Zeitung, war die Expertin fürs Millionenpublikum. Und dann habe ich das erste Mal so gelesen, ja, und das war schon ein unfassbar schönes Gefühl, das zu lesen. Und dann hast du, dann es ist schwarz auf weiß. Erst, oder? Ja, genau. Und das ist schön. Also natürlich wusste ich vorher schon, dass ich mehrere Millionen haben werde. Aber dann nochmal so diese pointierte Headline, das war schon sehr schön. Also hat mich mega mit Stolz erfüllt auch. Das war schon großartig. Auch in der Schweiz habe ich es ja auf den Titel vom Blick geschafft. Also von der Bild der Schweiz. Ohohoho. Unfassbar, ich kriege Freude. Und zwar, die Schweizer mögen es ja nicht, wenn die Deutschen erfolgreich sind. Also werden sie, nutzen sie alles, um die Deutschen zu piesacken. In Anführungszeichen, also nicht, dass die Deutschen den Blick lesen würden. Ja, aber es war Titel, ich versuche jetzt dir das mal, Ex-Nazi-Spielerin ist ZDF-Expertin. Achtung, jetzt kommt. Katrin Lehmann erklärt Deutschen den Fußball. Ich bin gerade erschrocken, das Nazi, das liegt mir, ich habe Nazi gerade verstanden. Ach so. Ich bin gerade zu Tode erschrocken, also bitte was? Ja, Ex-Nazi. Lass doch mal sehen, warte. Ich sag dir Nazi. Jetzt sind wir... Krass, ich fasse es nicht. Der Blick, mega. Also Karte ist schon geil. Ja. Extremst geil. Ja, also das... Da, und ich wusste ja nur, dass etwas kommen wird, weil ich ja das Interview mit dem Blick geführt hatte, aber dass ich diese Plattform bekomme, also das Titel, also ein positiver Titelseite Moment, ja, also das ist schon ja. Unfassbar. Ja, war echt, war schön. Geil. Ja, war richtig wirklich schön. Geil. Ja, cool. Sehr. Also wann geht's weiter im ZDF? Ja. Du, das war jetzt erstmal diese Mission, die ich jetzt, glaube ich, sehr erfolgreich und gut abgeschlossen habe und ob und wie und wann, also wirklich, es gab keine Gespräche, gar nicht, das ist ja auch erst zwei Tage her und oder einen Tag, muss man ja sagen, und jetzt ist ja erstmal das EM-Finale und alles, was kommen wird. Sehen wir. Ich denke auch, ich werde ja auch erst wahrscheinlich im Herbst oder sowas sehen, was das alles jetzt ausgelöst hat. Und auch, also ich werde auf der Straße angesprochen, natürlich hauptsächlich auch wegen meiner maximal geglückten Tipps, über die sich alle lustig machen. Ah ja, stimmt. Ja, ganz genau. Da erinnere ich mich auch an einen ganz speziellen Tipp zwischen uns beiden. Also ich war näher dran. Ich wollte es nur sagen. Gell? Wir machen nur noch Skype-Podcasts. Damit du das Getränk nicht bringen musst, vergiss es. Ja, ich weiß es. Nee, nee, nee.
mit jedem Schluck, du wirst nur ein bisschen dir eingießen lassen, trinkst es leer und sagst, ich hätte gerne ein neues Glas. Ich weiß schon, was auf Ganz mich genau. Also zukommt. ich glaube, eine Fliege ist drin. Bitte, bitte auswechseln, bitte noch. Dann werden wir die dunklen Seiten, die Headline wird sein, the dark side of those two. Ja, genau. Ganz und genau. Da werden wir mal so Titelseite richtig. Auf den Blick. Sag ja. ich mal. Ja. Oh Mann. Oh, ja, Karl, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde. Ich würde sagen, weil wir sind ja außer der Reihe wieder. Wir sind ja oberfleißig. Ey, Wahnsinn. Ja. Was haben wir jetzt heute? Gestern war Spiel. Heute ist Donnerstagabend. Da zeichnen wir jetzt gerade auf. Jagt es dann noch hoch. Ja, vor deinen Marathon. Ja, das macht nichts. Hauptsache vor dem AM-Finale, dann können wir es nochmal raushauen. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, was sagst du? Was tippst du fürs Finale? Das ist eine gute Frage, habe ich mir gar nicht überlegt. Normalerweise hätte ich 2-1 gesagt, aber das war ja gestern. Das ist ja jetzt für wen? Ja, für Deutschland. Natürlich. Ja. Ding, 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 2-1. Ich sag 2-1. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber 1-0 ist zu wenig. Da kämpft England schon, glaube ich. 2-1. 2-1 für Deutschland? Für Deutschland. Ich sage nach 90 Minuten ein heldenhaftes 1-1 und Alexandra Popp verwandelt den entscheidenden Elfmeter. Kann auch sein. Doppelt oder nix? Wie doppelt oder nix? Wetteinsatz. Was wäre denn doppelt? Dann müsste ich 2 Folgen dir Getränke bringen. Ach so. Wobei, ich finde das schon lustig. Elli, nein, ich dachte 2 Getränke oder so. ja. Nein, 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 wir machen nicht doppelt oder nichts. Wir machen eine Sendung, muss ich dich jetzt bedienen und dann neues Spiel, neues Glück für das Finale. Okay. Dann kann es ja sein, dass es andersrum ist. Richtig. Und dann... nee, ich habe eine bessere Idee. Achtung, ich habe eine bessere Idee. Sollte ich gewinnen mit meinem 2-1 für Deutschland? Zum Elfmeter lassen sie es nicht kommen. Das ist zu viel Nervenkitzel und Glück und so. Kriege ich ein Ü35, bin ja auch Ü35, ein Ü35 Bayern-Trikot mit deinem Namen drauf. Oh oh! Die. Und ich kriege von dir. Trikots habe ich keine. Du musst mich bei mir zu Hause abholen, zur Hundeschule fahren und wieder nach Hause fahren. In der Früh? Ja, soll auch für dich eine Strafe sein. Aber also ich setze die Wette jetzt nochmal fest. 1-1, dann kommt Nachspielzeit, dann kommt Elfmeterschießen. Und Poppy muss das entscheidende Tor schießen, richtig? Nein, Moment, ich sage einfach Doch, Deutschland so hast gewinnt im Elfmeter. Ja, du mit deinem popligen 2-1, ich meine, du musst schon noch ein bisschen mehr genaue Angaben machen. Wer schießt denn die Tore? So weit waren wir überhaupt nicht. Ah, schau an, bist du ein bisschen am Nervenflattern gerade? Dienst du gerade um deinen Wetteinsatz? Nee, ich hol dich ab. Also dann, oh Gott, da muss ich ja um 7 Uhr losfahren. Da muss ich ja durch die ganze Stadt und wieder zurück. Ja. Oh, vielleicht hast du dann noch um 5 QVC, vielleicht hast du noch HSN-Sendung gehabt und dann kannst du direkt kommen. Aber das dann schon mit Hut und Handschuhen. Ich gewinne sowieso, weil ich bin sowieso der bessere Fußballexperte. Oh, das ist herrlich. Nächstes Mal spreche ich mit dir über deine Beauty-Produkte. Ja. Also, top, die Wette gilt. Top.
Es war eine Freude. Jetzt erhol dich erstmal gut. Ah, nee, du kannst dich gar nicht erholen. Du musst ja jetzt selber wieder spielen. Ei, ei, ei. Ja, Bist du im Tor? ich bin im Tor. Ja. Ja, da, den anderen erzählen, was sie tun sollen, das ist kein Problem. Das kannst du. Das weißt du. Ja, und du musst jetzt Schwung holen. Du hast ja jetzt absolute Ja, ich Mammutsendungen. kann aber noch Nur ein paar. Wie viel ist denn jetzt? Warte UVC mal, achso, die geht Uhr geht schon. falsch. Ich habe ein paar Stunden jetzt zum Schwung holen. Ach so, ja, 22 Uhr, ach ja, das sind ja noch 5 Stunden. Da kann ich noch naja, ein aber Nickerchen trotzdem. machen. Genau. Cool war's. Einmal mehr. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss!